Och bitte nicht. So oder so ähnlich geht es gerade vielen Snapchat-Nutzern. Die App ist eigentlich an sich sehr beliebt, jedoch macht sie momentan immense Einbußen, da viele Nutzer zur Konkurrenz wechseln. Obendrein ist den Entwicklern aufgefallen, dass ihre App für ältere Leute ein Rätsel ist und deswegen nur bei Jugendlichen gut ankommt. Witzigerweise konnten durch komplizierte Bedienung andere Firmen mit Guides und Bedienungsanleitungen für die App Geld verdienen. Also für uns jungschen Leute ist die App ja nichts Besonderes, aber dass Omi, Opi und Co. damit nicht umgehen können und Snapchat nicht nutzen, sind halt potenzielle Kunden, die Snapchat durch die Lappen gehen. Ein neues Aussehen soll für Abhilfe schaffen. Aber war die App nicht gerade deshalb beliebt, weil die Eltern diese nicht nutzten? Ach, ich sehe schon diesen Tag kommen, wenn meine Mutti mich bei Snapchat addet und ich kann nur noch so Sachen posten wie gerade die Wohnung aufgeräumt, einen leckeren Apfel zum Frühstück oder ein Glas Milch zum Schlafen gehen. Wie nervig wäre das, durch seine Verwandtschaft im Ausleben seiner Social Activity eingeschränkt zu sein? Da wäre es mir lieber, dass es ein extra Snapchat für alte Leute gibt und eben das für uns. Oder Snapchat bliebe beim momentanen Layout. Naja, aber warten wir ab und gucken uns das Ganze an. Und wenn es nicht geil wird, dann gehen wir auf Instagram und posten halt da unsere Stories. Ja Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Mich würde mal interessieren, was eure Meinung dazu ist. Schreibt mal ein paar Kommentare, ich werde es mir ansehen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal, ciao.